Hallo, jetzt geht's Schlag auf Schlag nach dem Upload der letzten zwei Videos über die Repulsine. Ist mir dann anonym, mehr oder minder anonym, also es sind zwar Initialien dabei gewesen in der E-Mail und nachdem ich ihm darauf geantwortet habe, kam auch keine Antwort mehr zurück. Jedenfalls wurden mir da STL-Dateien geschickt, also 3D-Druckdateien, und die haben es ganz schön in sich, finde ich. Hier oben ist so eine Art Haube drauf. Ich habe die jetzt nur mal so im Entwurf ausgedruckt, ne, weil dass ihr hier mal das so ein bisschen live sehen könnt, sonst hättet ihr jetzt noch eine Woche warten müssen ungefähr. Aber ich bin ganz, ganz begeistert von diesem Teil. Da ist eine Abdeckung oben mit dabei, also eine Haube mit dabei, eine Abdeckung. Das hier ist dann die Abdeckung. Die hat auch die perfekten Formen. Also ich war echt begeistert, als ich hier diese Kurve gesehen habe. Das ist ja hier voll die berühmte Spirale. Und auch sonst bin ich da ganz zufrieden damit. Hier in der Mitte ist eine Welle drauf. Da muss ich noch mal sehen, dass ich da mit meiner Vorstellung davon noch so ein bisschen dahin komme, dass in der Mitte kein Loch zu sein hat. Wir haben jetzt auch eine Schauberger Gruppe auf Telegram aufgemacht. Ich kann hier unten den Link mal reinsetzen. Da könnt ihr die STL-Dateien dann runterladen aus dieser Gruppe. Und ja, also wie gesagt, also wer sich hier drüber gemacht hat, ich bin begeistert. Wenn man es hier von der Seite aussieht, sieht man auch, dass die ersten Wellen höher sind und dann immer niedriger werden. Und auch hier, dass der Abstand... Ist der komplett gleich? Ja, hier ist er noch gleich. Ne? Wenn ich das so richtig sehe, oder? Müsste ich mir nochmal im Detail angucken. Ne? Dass der Abstand müsste am größten sein zwischen den zwei Platten, müsste der Abstand dann hier immer kleiner werden zu außen hin. Ja, wie wenn man einen Tropfen in die Mitte fallen lässt. Ne? Dann sind am Anfang die Ringe weit auseinander, dann werden sie immer enger und enger. Ach, ich bin begeistert. Ja, ob das hier auf Rechts- oder auf Linkslauf ausgelegt ist, das wäre auch nochmal interessant. Diese Schlitze, die sind hier dann nämlich nochmal, seht ihr dann in der 3D-Druckdatei besser, die sind hier drehrichtungsoptimiert. Ja, mal sehen, ob wir rechts oder links rumdrehen. Ja, also die oberste Scheibe ist mit dabei. Die unterste Scheibe ist mit dabei, die hier allerdings viel kleiner als die oberste Scheibe ausgelegt wurde. Das finde ich auch interessant. Und die läuft ja dann hier unten auf diesem... Ich muss mal die Welle rausnehmen. Die läuft ja dann hier unten auf diesem... Auf dieser... Also das hier müsste stehen, meiner Meinung nach jetzt. Also schreibt mal in den Comments unten drunter, wie ihr denkt, dass die Repulsine funktioniert. Ich sage jetzt mal so, wie es in meinem Kopf so halbwegs funktioniert. Also die zwei Platten hier übereinander, die sind so zusammen. Ne? Hier in der Mitte mit... viel Abstand und hier außen mit wenig Abstand. So, und die drehen sich dann auf diesem Ding hier. Das Ding hier wird in den STL-Dateien Rotor genannt, was ich irgendwie gar nicht verstehe, weil eigentlich müsste das ja rotieren normalerweise und das stehen. Dann müsste das eigentlich dann der Stator sein. Und die Luft, die dann hier rausgeschleudert wird, hier an der Seite, hier kommt ja dann die Luft raus, müsste ja dann auf den Ring geleitet werden, dass die dann in diese Drehrichtung umgelenkt wird und nicht gerade nach außen wegschießt. So, und dann sitzt das Ding dann da drin sozusagen und die Luft macht dann, kommt dann hier volle Kanne außen dran mit vorbei. Und mit dem Heiko bin ich da jetzt in der Telegram Schauberger Technikgruppe schön am Schreiben und er hat mir den Tipp mit dem Video vom Tom Stanton gegeben, wo er mal so verschiedene, nur diese Abdeckung hier praktisch ausgedruckt hat und damit solche Propulsion-Ring-Versuche gemacht hat, also solche Ringe, ne? solche Rauchringe. Und was da die optimalste Anordnung ist. Weil am Anfang habe ich nämlich gedacht, was soll denn dieser komische Ring hier an der Seite, hier dieses... Ne? Dieses flache Gerade da, das müsste ja eigentlich gerade nach oben gehen, wenn die Luft dann einfach nonstop nach außen
geschleudert werden soll. Aber wenn das Ding pulsierend, ne, wenn das eher so eine Art Zitter ist, ne, wenn das dann hier auf einer bestimmten Drehzahl ist, dass es dann wie zu zittert, dass dann hier ganz, ganz viele kleine Ringe rausgeschleudert werden. Und dann hat der Ring hier echt noch einen ganz guten Sinn. Da, es bleibt voll spannend. Und ja, da gibt es noch eine schöne Info, die mich da auch noch richtig euphorisch gemacht hat. Und zwar hat mir der Birni, der den Fritz auch mal persönlich getroffen hat, da mal eine stinknormale Berechnung gemacht, rein nach den normalen physikalischen Gegebenheiten, die wir hier haben. Und zwar, er hat jetzt so zwei Scheiben angenommen von 50 cm Durchmesser und hat hier einen Luftspalt von 5 mm genommen und hat dann berechnet, dass die Scheibe in den Maßen so auf 12.000 Umdrehungen gebracht werden müsste. Und das würde dann allein das würde dann schon reichen, um den Lift, um eine Auftriebskraft von 100 Kilogramm zu erzeugen. Ne? Ohne diesen ganzen Hochspannungsschnickschnack und was dazu noch so alles kommen könnte. Allein das würde schon reichen, um richtig Vortrieb zu haben. Ne? Nach den stinknormalen physikalischen Gesetzen. Ja, wenn das nichts ist, also ich fieber jetzt wirklich drauf, meine ersten funktionierenden 3D-Druckteile hier in der Hand zu halten. Ich muss das Hanf-PLA noch besorgen, muss mich mit meinem 3D-Drucker noch ein bisschen anfreunden und dann mal gucken, mal schauen. Aber ihr seid da vielleicht ein bisschen schneller. Deshalb, ich sehe mal zu, dass ich die SDL-Dateien hier irgendwie online kriege, dass ihr direkt von hier downloaden könnt. Wenn nicht, müsst ihr halt mal irgendwie in die Telegram-Gruppe reingehen und dann könnt ihr die SDL-Dateien dafür runterladen. Ja, wer selbst sich da noch ranwagen möchte, der kann das gerne tun. Das Einzige, was ich hier jetzt, wo ich am Anfang vom Gefühl her gesagt habe, naja, wie es ohne so richtig ist, ist die Haube hier. Da fehlt mir irgendwie an der Seite fehlen mir da diese Schlitze, wo der Sauerstoff gleich, bevor es hier reingeht, praktisch ausgesondert wird. Der Sauerstoff soll ja dann irgendwie an der Seite vorbei und dann unten erst wieder zusammenkommen, wenn ich den Fritz richtig verstanden habe. Das fehlt mir hier noch ein bisschen. Ansonsten ist das hier natürlich, dann weiß ich nicht, ob sich das Ding hier drehen soll oder nicht. Ob das Ding hier mit den zwei Scheiben dann dreht oder ob das so obendrauf sein soll. Also das hier ist ein Fragezeichen für mich. Da würde ich mich mal eher an den Hauben orientieren, die der Fritz da gezeigt hat in seinen Videos. Erstmal, ja, ich weiß ja nicht, welches Wissen du darüber jetzt schon hast, der das hier ausgedruckt hat. Ne? Vielleicht weißt du auch schon längst, dass das funktioniert und gibst uns hier das Funktionierende und ich bin zu blöd, das so zu kapieren. Aber ich muss halt erstmal nach meinem Gefühl gehen. Ich muss auch Schritt für Schritt rangehen. Ja, und dann habe ich mir die Info gemerkt, dass in der Mitte ein Loch sein müsste. Ich habe die ganzen Videos von Fritz nochmal durchgeschaut. Er sagte nichts davon, dass in der Mitte ein Loch sein müsste. Vielleicht habe ich das auch irgendwie mir im Kopf so zusammengereimt mit den Informationen über den Torquato, über Gabi Müllers und Friedhof Müllers Torquato-Theorie. Da hast du ja auch in der Mitte so einen Wirbel und dann außen so einen Wirbel, ne, dieser geschlossene Tornado sozusagen. Dann muss ja der Tornado in der Mitte irgendwie durchkommen. So die eine Überlegung. Und dann in der Recherche im Zusammenhang mit der hohlen Erde, da geht's ja auch davor, da wird ja auch davon ausgegangen, dass in der Mitte dann der Erde angeblich so ein Loch sein soll, damit es funktioniert. Die zwei Infos hatte ich wahrscheinlich im Hinterkopf, dass ich mir hier irgendwie vorstelle, dass da in der Mitte ein Loch zu sein hat beim Betrieb. Aber vielleicht muss das ja gar nicht sein. So, erstmal genug gequatscht. Ihr seid erstmal im Bilde. Und ich sag mal bis später.